Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian, Patrick, Professionscoach. Das ist mein neues Buch. Kommt jetzt auch bald als Hörbuch raus, hab's schon aufgenommen zumindest. Mal gucken, wie schnell das geht. Und ja, heute reden wir mal über den modernen Mann. Den modernen Mann und warum das alles nicht so funktioniert. Verweise auch auf meine Datingkurse und die Arbeit zur Polarität. Er hat auch neulich wieder ein paar, wo die Frau auch wieder gesagt hat, sie kann es einfach nicht ab, wenn ihr Mann nicht hinter ihr steht, nicht tough ist. Und ich weiß gar nicht, warum nur alle immer so gegen anspringen. Aber wir haben heute wieder eine spannende Mail. Ja, solche Nachrichten kannst du mir schicken über ein Formular auf liebeschipp.de. Ja, heute haben wir mal eine Mail zum Thema, wenn einem Männer nicht männlich genug sind, was es eigentlich gar nicht geben sollte, vor allen Dingen jetzt, wo wir das Selbstbestimmungsgesetz haben. Also wir dürfen ja nicht mehr entscheiden, welches Auto wir fahren, welche Heizung wir einbauen, ob man ein Haus baut oder wie auch immer. Alles wird geregelt, wie wir reden. Aber man darf jetzt einmal im Jahr, darf ich jetzt mein Geschlecht ändern und kann dann mit meinem besten Stück irgendwie in eine Frauenumkleide rennen und da in die Dusche gehen. Und wenn ich dann auch falsch angesprochen werde, dann gibt es noch 10.000 Euro Strafe. Ey, was für ein faschistischen Landlehen. Sorry. Und es werden noch nicht mal bekannte Straftäter in diesem Bereich werden nicht mal ausgeschlossen. Es ist einfach verrückt. Außer wir haben Krieg und die Männer werden eingezogen. Da sind sie da Männer. Sorry, es ist einfach gut. Aber die echten Probleme brauchen wir ja nicht angehen. Ne? Sowas und natürlich Drogen legalisieren. Das ist mein Humor, aber fangen wir jetzt mal an. Wo sind wir jetzt? Also, hallo Hemschi, ich habe heute eine Frage, von der ich nicht weiß, ob du sie schon beantwortet hast. So verwirrt bin ich. Ich bin ein weiblicher, co-abhängiger Minuspol. Für dich haben wir ja Modul 4, ne? Co-abhängige Bindungsangst. Ende 40, der versucht, seine Mauern abzubauen und in seine Mitte zu kommen. In den letzten Monaten treffe ich gefühlt vermehrt auf extreme Pluspole. Das beschreiben viele auf diesem Liebeschip-Weg, dass sie, wenn sie sozusagen keine Narzissten mehr daten, dass sie dann an extreme Pluspole kommen erstmal, bis man auch das natürlich ablehnt. Außerdem, bei dir kann man sogar noch sagen, du ziehst sie ja vielleicht sogar an, wenn du sagst, du bist eher so im Minus. Das ist ja das Komische, dass immer wenn Menschen, wenn irgendwas leicht zu haben ist, was ja eigentlich gut ist, dann schätzen wir es nicht wert. Aber wenn du jetzt so ein bisschen machst auf hard to get irgendwie, dann bist du interessant, ne? Schon auch interessant, ja. Gut. Ich frage mich, ob ich das vorher nicht so wahrgenommen habe oder ob es ein neuer Trend ist. Ich habe diese Männer übrigens alle offline kennengelernt. Einer von ihnen, also erstmal gut, dass du das so gut offline kennenlernen kannst. Einer von ihnen, mit ihm war ich letzten Sommer 200 Monate zusammen, hat seine Pluspoligkeit sogar so professionalisiert und war, ich will jetzt mal den Beruf nicht nennen, hat so einen etwas servilen Dienstleistungsberuf, sag ich mal, ausgeübt. Ja, gut, muss es vielleicht auch geben. Dann im Januar ein anderer, im März der nächste, der dann sofort anfangen wollte, dieselbe Sprache zu lernen wie ich, dasselbe Hobby anzufangen wie ich und sogar vorschlug, in meine Stadt zu ziehen, damit wir uns näher kennenlernen können. Da war lieb zwischen uns sogar jetzt. Also sorry, das ist echt needy as fuck, wirklich. Das ist echt Next Level Co-Abhängigkeit. Aber was wundern wir uns? Wir kriegen das ja reingedrückt, Männer und Frauen gibt es nicht mehr. Alles egal. Aber wenn es das nicht mehr gibt, dann frage ich mich auch immer, wo man da ein Gesetz zu machen muss. Aber gut. Gibt's alles nicht mehr. Männer dürfen alle emotional und weich sein und wie Frauen. Und das finden wir natürlich alle gut. Und das ist ein riesen Fortschritt in der Gesellschaft. Ja, aber sobald ich die Leute hier habe oder vor mir sitzen habe, in einer Einzelberatung oder Paarberatung, sagen die, es fuckt sie total ab, wenn Männer nicht so sind, wie Männer eben sind. Und das ist, gibt es ja auch tonnenweise Studien zu, es wird natürlich alles ignoriert vom Mainstream, dass das auch eben Sexualstrategien sind, die über Sexualhormone vermittelt werden. Und dass das, da kannst du den ganzen Tag deinen Kopf gegen die Wand schlagen. Und trotzdem finden die, also vielleicht nicht alle, aber die meisten Frauen finden eben taffe Männer besser als Männer, die irgendwie weich sind. Ne? Das sage ich ja auch in meinen Datingkursen, auch vor allen Dingen für die Männer.
dass sie eine Mission haben sollen. Da kommst du, also wenn du eine Mission hast, du musst die Welt retten und was weiß ich, entwickelt irgendwie, was weiß ich, irgendeine neue Lösung für die Menschheit oder so. Dann hast du keine Zeit, in eine andere Stadt zu ziehen, wie eine andere Frau, mit der noch nicht mal was gelaufen ist. Aber gut, ich höre das relativ häufig. Wir müssen auch einfach mal sagen, dass das Dating-mäßig nicht funktioniert, dass die Männer auch nicht immer denken, das wird funktionieren. Ich verstehe es auch nicht, ey. So. Ich bin erschrocken und erstaunt. Sind heutzutage alle Männer dermaßen needy? Ja, das ist, wird sehr gepusht vom, wie soll man sagen, vom Mainstream. Warum auch immer, ich verstehe es echt nicht. Aber es wird eine Gegenbewegung kommen, da bin ich mir ganz sicher. Und die wird drastisch sein. Also kann man echt die Uhr nachstellen. Die wird echt drastisch sein. Also je länger das dauert, umso drastischer wird die Gegenbewegung sein. Weil das ist einfach nur Irrsinn, ne? Das ist halt mal gerade ein paar tausend Jahre her, bis wir nicht mehr in der Savanne leben. Und da war eben, dass der Mann konfliktfähig ist, seine Familie notfalls verteidigen kann. Das war absolut entscheidend fürs Weiterkommen der Art. Und das kannst du nicht von heute auf morgen abstellen, ne? Ich bemerke auch bei mir folgendes Dilemma. Ich bin eigentlich ein eher stiller Typ, kann aber in Situationen, in denen ich mich super wohlfühle, extrem aufdrehen. Einfach aus Lebensfreude, aus Lust, aus Spaß, aus Glück. Ja, das lesen wir ja selten hier sowas. Good for you. Ja, vielleicht bist du auch, es macht es sicherlich auch leicht, Männer kennenzulernen, weil du dann eine gute Ausstrahlung hast und vielleicht auch mit diesem, also dieses Ausstrahlung haben und gleichzeitig aber so ein bisschen hard to get, ne, also schwer zu kriegen, ist sehr attraktiv so, ne, aber ist nichts falsch dran. In diesen Situationen wirklich sehr strahlend und sehr anziehend, weil ich eben sprühe und glühe und eine Wahnsinnspräsenz habe. Das wurde mir auch schon oft zurückgemeldet. In diesen Situationen, ja, das zieht natürlich auch dann Menschen an, da musst du halt wirklich aufpassen, die vielleicht nicht so strahlend sind. Weil das Universum matcht ja immer so im Ausgleich. Es kann auch nicht die Konsequenz sein, dass ich meine Freude verberge, nur um keine bedürftigen Männer anzuziehen, oder? Nee, aber ist ja, du kannst ja sagen, es ist mir egal, was ich anziehe. Ich wähle auf, du scheinst ja eine Wahl zu haben und diese Wahl kannst du ja ausüben, ne? Du kannst ja wählen, wenn du datest. Muss die Männer ja nicht daten, ne? Also muss man auch aufpassen, dass man nicht in so ein Opferding geht, sondern dass man einfach sagt, hey, ich kann das ja entscheiden. Also wenn ich die falschen Männer date, dann, ja, vielleicht ist die Gesellschaft kaputt, aber trotzdem muss ich Verantwortung übernehmen für meine Wahl. Ne? Es gibt ja auch durchaus andere. Ne? Warum können Männer es nicht einfach genießen, wenn eine Frau gut gelaunt in ihrer Kraft ist und ihr nice guy das Leben genießt? Aber wieso sie genießen es doch? Sie wollen dich doch haben. Also damit sagen sie doch, dass sie es gut finden und sie wollen sozusagen dich mit dieser Energie haben. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ich muss gestehen, dass dieses pusswürdige Verhalten mich auch körperlich richtig gehend anekelt und ich am liebsten schreiend weglaufen möchte. Ich muss auch sagen, ich habe ja so verschiedene Phasen dieser Arbeit. Ich bin auch in so einer Phase, dass ich manchmal denke, ey, boah, Pluspole sind manchmal echt noch schlimmer, wirklich. Also die manipulieren vielleicht nicht so viel, das stimmt, aber wir haben auch gestern diesen Film geguckt von Amy Winehouse, da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber, wenn euch das interessiert, weil die war ja auch scheinbar in einer sehr toxischen Beziehung. Aber so, also mich hat gestern das sehr akkurat ist, mich hat weniger, das ist natürlich auch scheiße, also dieser Typ gestört, der sicherlich ein richtig klassischer Bad Guy war, aber mich hat ihre Pluspoligkeit, diese Liebessucht und dieses, oh, das hat mich auch so hart getriggert, ey. Also vielleicht auch, wenn man das selber auch schon mal gekannt hat im Leben und so, das ist einfach verrückt. Ich verstehe, dass die Männer das machen, um ihre Sympathie zu zeigen und Nähe herzustellen. Ja, aber das ist kein geeigneter. Deswegen macht die fucking Datingkurse, ne? Da habe ich das alles thematisiert, weil für Männer ist halt besser. Also der Mann ist der Berg, sag ich mal, und die Frau oder die weibliche Energie flattert sozusagen drumrum so, ne? Also die Frau kommt eigentlich auf den Mann zu und nicht umgekehrt, ne? Der Mann macht dann zwar die Schritte, wenn die Frau gesagt hat, hey, ich finde dich cool, wir haben ja auch Female Choice, aber nicht umgekehrt, ne? Also die, so als cooler Mann, machst halt dein Ding, du bist da auch mit dir im Club oder was weiß ich,
Und du hast halt selber eine coole Ausstrahlung als Mann und dann kommst du schon auf ihn zu und er macht dann die nächsten Schritte. So sollte es eigentlich sein, aber wie gesagt, wenn der Mann die Frau rechts überholt, kommt es total gegen die Polarität und killt für die Frau den Vibe, ne? Ich verstehe das, ja, ich freue mich, dass ich es fast immer schaffe, nicht sofort zu reagieren, sondern die Situation erstmal am besten über Nacht zu betrachten und dem betreffenden Mann halbwegs empathisch in die Wüste zu schicken. Ja, alles gut, was ich sehr schade finde, weil es wirklich nette Typen sind. Ja, aber nett, sagt mir immer, ist die kleine Tochter von Scheiße, ne? Also, ist ein bisschen verwirrend, weil nett ist eigentlich völlig in Ordnung, aber unpolar ist nicht in Ordnung, ne? Du kannst polar sein und trotzdem, wie soll ich mal sagen, nett ist halt das falsche Wort vielleicht, und trotzdem galant und zuvorkommend und aber in der richtigen Situation kannst du halt umschnipsen auf, was, du willst mich blöd anmachen, willst meine Frau, Freundin blöd anmachen, ey, okay, du kriegst jetzt echt Probleme mit mir, also kannst du umschnipsen und bist eben nicht mehr nett, so, ne, also du hast diesen Range zur Verfügung, ne, und du meinst wahrscheinlich jetzt Männer, die diesen Range auch gar nicht haben, sondern die immer auch aus so einer Pluspoligkeit nett sind, aber wie gesagt, vielleicht spiegelt das auch noch, auch vielleicht ein Zeichen in dir, Reste, Co-Abhängigkeit, du sprichst selber davon, abzubauen, dass das Universum dir das nicht, also manchmal spiegelt das Universum einem das Gegenteil zurück, manchmal das Gleiche so, vielleicht auch richtig, das auch abzubauen und auch zu überlegen, welche Signale, also sende ich Signale aus, vielleicht auch nicht, ne? Und dass du auch die richtigen Signale an die richtigen Leute aussendest, das wäre natürlich auch ganz gut vielleicht, aber klar, wenn du interessant bist, ja, dann zieht man natürlich Leute an, aber ich würde trotzdem, diese Anziehung, die man hat, hat es auch immer mit einem selbst zu tun, deswegen, auch wenn es manchmal unangenehm ist, würde ich schon weiter gucken und natürlich immer wieder im Universum sagen, das will ich nicht haben, ne? Würde mich freuen, wenn du einen Rat für mich hättest. Ja, ich würde tatsächlich auch in dir weiter Pluspoligkeit abbauen und ja, dir vielleicht mal aufschreiben, was wieder Mann sein soll, den du kennenlernen willst. Das ist auch, haben wir auch gerade die Manifestations-Challenge, da sind auch Partnergeschichten dabei. Sich wirklich mal an das Universum oder auch, wenn ihr nicht an Manifestation glaubt, an die Psyche glauben, dass wenn ich meine Psyche ein Suchbild gebe, dass sie es dann auch leichter findet, ne? Du musst vielleicht mal genau definieren, was du eigentlich suchst, ne? Muss ich meine Freude verbergen? Nee, es hat damit sicherlich nichts zu tun, ne? Wie gehe ich mit Männern um, die ein solches Verhalten zeigen? Ja, nett in die Wüste schicken. ja. Sind solche Beziehungen irgendwie zu retten? Nee. Also klar, wenn eine Beziehung schon lange läuft, dann kann man das dem Mann natürlich sagen, ne? Dass man sagt, hey, ich glaube, du bist ja nicht mehr top of the game gerade, kannst du mal irgendwas machen. Nee. So, jetzt in der Dating-Situation ist da nichts zu retten. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir einen schönen Frühling. Ja, drück mir mal die Daumen, ich will nochmal in Schnee. Liebe Grüße an dich und deine Liebste von der Ostsee von Xandrevkola. Okay, ist auch ein interessanter Name, ne? So, in diesem Sinne würde ich sagen, mach die feinen Kurse, ne? Und vielleicht gehe ich auch mal wieder live die Tage.